Also Leute, nicht mehr viel gibt es zu tun. Dieses Let's Play neigt sich dem Ende zu. Also wollen wir ihm auch einen gebührenden Abschied verpassen. Und jetzt erstmal ein bisschen sterben. Joch, hey, jedenfalls fast. Ah, aber es wird nicht mehr für ganz fast bleiben. Ich sehe übrigens gerade gar nichts. Also gar keinen Gegner. Ungeschütztes Ziel. Naja, wenigstens den habe ich gesehen. Aber ich glaube nicht, dass die Leichen jetzt besser fallen und toter aussehen. Ich habe das Spiel inzwischen natürlich nicht neu gestartet. Ist doch klar, ich versuche das jetzt in einem Rutsch durchzukriegen. Und bin selbst eine Leiche, die tot umfällt. Naja, was soll man machen? Ich kann ja jetzt auch mal zur Hilfe. Gut, ja. Ah, so sehe ich sie doch gleich besser. Und ihr auch. Na, nein, 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 nein. Nein. Gut. Der Logik halt halber hätte sie eigentlich hier runtergerollt. Wie? Verbündete? Wie kommt Griffin dahin? Ich dachte, Griffin wäre der links neben mir, aber nee, das war ja Truck. Und warum lässt der Gegner links neben sich einfach liegen? Na gut, er hat sie links liegen lassen. Haha. Trotzdem. Unlogisch bis zum geht nicht mehr. Alter, jetzt bin. Missfällt mir gänzlich, was hier gerade passiert. Eigentlich ist im Status gar nichts klar. Ach, verstehe. Am besten hier raus, weil alles explodiert. Was? Und trotzdem wird man erschossen. Oh, Leute. Wieso bin ich eigentlich das Ziel des Dauerfeuers? Mal ehrlich, das regt auf. Man soll raus, weil deine Granate sofort in den Schacht kommt und wird erschossen, sobald man rausgeht. So, dürfen wir jetzt? Ich bedanke mich. Und schon wieder eine Granate. Machen wir mal noch. Alter, schon wieder eine Granate! Seit wann seid ihr so granatenwerffreundlich? Soll ich jetzt nach oben oder nach unten? Ich gehe nach unten. Ich bin der Anzeige schon voraus. Ja, ich sehe es. Ist doch eine riesige Halle. So. Also wir müssen mal gucken, wie wir uns hier am besten durchschlagen, weil das meiner Meinung nach der schwerste, der zweitschwerste Teil des gesamten Spiels ist. Und der schwerste Teil ist lediglich der Rückweg von hier. Also sollte man sagen, wir sind jetzt gerade in der Umgebung des schwersten Teils des Spiels. So, also schön in Deckung bleiben, dann sollten wir hier eigentlich keine Probleme kriegen. Alter, schubst mich nicht zur Seite, Price. Ja, genau, wir brauchen die auch gar nicht. So. Wenn der mich tötet. Dann kriege ich aber wirklich einen Ausfall. Na Quatsch. Trotzdem. Truck, komm. Ja,
Ja, so macht man das auch. Wisst ihr, wieso soll man sich den Schlüsseldienst rufen, wenn man doch eine Kreissäge hat? Welche Richtung sie gezielt haben, ist mir schleierhaft, aber okay. Alles, was uns zum Vorteil geleitet. Na? Nicht euer Ernst. Sowas von granatenfreundlich. Und ich kann nie identifizieren, wo genau die sind. Sei es, weil ich zu blöd bin oder warum auch immer. Aber Tatsache ist, ich kann es einfach nicht. Klappt nicht. Zum Beispiel den da oben habe ich auch nicht gesehen erst. Erst wo er aufgestanden ist und schon geschossen hat. Vielleicht habe ich auch einfach wirklich zu wenig Aufmerksamkeit. Linke Seite. Wenn wir ein bisschen weniger Widerstand hätten, wäre das auch nicht schlecht. Surprise. Was jetzt? Overlord hier, Sandman. Wir sind unten in der Mine. Wir brauchen Luftunterstützung. Bestätigt, Sandman. Wir schicken eine Predator. Bereit? Natürlich. Ihr steht alle neben ihn. Ihr steht da. Zwei links, einer rechts. Und trotzdem erschießt ihr ihn nicht. Wartet, bis er sich umdreht, er mich erschießt. Und dann bequemt ihr euch, den abzuschießen. Nee, Leute. Das war jetzt wirklich eine Aktion unter aller Sau. Und dafür darf ich das jetzt alles nochmal neu spielen. Nee, danke. Nein, das war wirklich... Das kann ich nicht mehr entschuldigen. Ach, hör bloß auf damit. Diese Granatenwarnungen, ey, ich gehe erstmal auf den Pott hier. Price! Warum kommst du jetzt erst? Warte mal. Spülung betätigen. Keine Ahnung. Hier Toilettensound einfügen. Ich weiß nicht, ob ich das tun werde. Also das war jetzt auch super heldenhaft. So. Los geht's, kommt schon, Leute. Schieb mich nicht. Ja. Jetzt haben wir's. Jetzt ist es auch ein Kontrollpunkt, der gewertet wird. Gut. Wenn wir die haben, geht's weiter. Dann müssen wir irgendwie runter. Was jetzt auch das Problem nicht sein sollte. So, die sollten jetzt jedenfalls nicht mehr unsere Sorge sein. Und eine Umgebung, die ich ein bisschen besser kenne. Weil das immerhin eine Spezialeinheit-Mission ist, die man auch so rumspielt. Ja, du hier. Man kann nicht über genügend Unterstützung sich beklagen.
Über ungenügende, meine ich. Oder mangelnde. Ach ja, die haben wir auch. Hui! Die hätte ich die ganze Zeit benutzen können, hä, Leute? Ist jetzt auch egal. Ja, wir haben uns fast selbst getötet damit, also ich. Hui! Guter Treffer bedeutet, glaube ich, nur einen Abschuss. Gut. Ja, das weiß ich doch. Dann sehe ich durch den Rauch meiner Raketen kaum was. Jupp. Das Gegenfeuer sagt doch entsprechendes aus. Weiter geht's. So, dann haben wir nur noch dich. Und eigentlich sollte es das gewesen sein, laut dem, was von der Predator erkannt wurde, aber okay. Kontrollpunkt erreicht. Für einen Mann. Hui! Da liegst du. Gut. Dann können wir jetzt durch. Okay. Tja. Das hört man auch gern. Ich muss mal kurz die Aufnahmezeit überprüfen, die da sagt. Wir beenden den Part am besten hier. Ich glaube, da war eine Granate bei mir in der Nähe, aber ich kann es nicht sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.